Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Tag 65. Oh, und alle meine Tierlein haben schon wieder Hunger. Auf allem die Vöglein. Mehr sag ich mal nicht dazu. Wir schauen gerade mal, wie es aussieht in der Hinsicht. Eins da oben. Ganz verdeckt. Und ja, den habe ich doch gestern erst gefüttert, oder? Der hungriger ist die zwei. Eieiei, da tut sich einfach nichts. Geduld ist eine Tugend, ne? Ja, ja. Vor allem in diesem Spiel. Jetzt sehe ich da aber schon ganz viele Ausrufezeichen. Da wollen wir uns doch mal gleich drum kümmern. Hier gibt es ein Gespräch. Ich hatte wieder diesen Traum, in dem das große Schleimwesen alles wegschlabbert, was mir am Herzen liegt. Was mag es wohl bedeuten? So langsam erkenne ich ein Muster. Könnten wir wieder aufhören, schlabbern zu sagen? Also ich denke mal schon, weil das bedeutet ja eigentlich so gedanklich, ja, da kommt etwas, was mir alles wegnimmt oder wieder alles wegnimmt, so wie ich es schon mal hatte wahrscheinlich. Vielleicht erkennen wir so langsam tatsächlich ein Muster. Ja, ich leider nicht. Dieses Mal konnte ich mir das Schleimmonster genauer ansehen, als es die Straße hochgerollt kam. In ihm drin waren eine Menge Sachen sichtbar. Meine Sachen. Ja, das ist logisch. Was anderes wäre ja uninteressant. Meine Bücher, meine Tiere, mein unersetzlicher Toaster. Und es rollte weiter und verschluckte die Zäune, die Scheune, Mama und Papa. Und am Ende dann mich. Oh. Ich weiß es nicht. Ich dachte, der Traum sei eine Metapher für die mageren Jahre. Wohl eher für, ich habe Angst um mein Hab und Gut, ne? Was natürlich tatsächlich eine Folge dieser mageren Jahre sind. Wenn er diese Jahre nicht gehabt hätte, dann hätte er jetzt ja auch nicht so Panik, wieder alles zu verlieren. Für die Zeit, in der wir um ein Haar alles verloren hätten. Aber das kommt mir irgendwie noch schlimmer vor. Vielleicht hat das ja mit deinem Tod zu tun. Vielleicht haben die mageren Jahre ja tiefere Spuren hinterlassen, als du meinst. Wer bist du, mein Seelenklempner? Naja, heul dich nicht bei mir aus, wenn du keinen Rat willst. Jeder macht mal harte Zeiten durch. Ich habe meine recht gut überstanden. Ja, und jetzt ist er ja sehr reich an Dingen. Vielleicht ist der Traum ja eine Botschaft, so etwas wie ein guter Ratschlag, den ich ignoriere. Ja, lass alles los. Wahrscheinlich ist das sowieso die Botschaft im Endeffekt. Lasst los, dann werdet ihr erlöst. Weil alle müssen ja ihr Problem loslassen. Als erstes hat es die Bürgermeisterin getan und auch die anderen werden irgendwann mal ihre Probleme loslassen müssen. Sonst werden sie nicht erlöst. Bei ihm kriegen wir heute unser viertes Herzchen voll. Ja. So etwas wie ein guter Ratschlag, den ich ignoriere. Wahrscheinlich macht den Hof sauber, bevor er unter seinem eigenen Gewicht zusammenbricht. Nicht ganz, aber das wäre ein Anfang. Aber sauber machen heißt ja nicht wegräumen oder loslassen. Das ist ja dann einfach nur alles ein bisschen ordentlicher hingestellt. Gut, dann gehen wir erstmal am Strand entlang. Hallo, Octavia. Mich juckt's in den Finger. Wir brauchen mal wieder Ditchsteine. Und beim Captain? Müschelchen mitnehmen. So. Da unten. Ah, er hat vielleicht wieder eine Geschichte zu erzählen.
Oh, auch das vierte Herzlein Vollgeschichte. Keine einzige Seele überlebte den Unfall. Möchtest du wissen, wie es endete? Ja, ich liebe eine gute Havarie. Hört sich grausig an. Nein, davon möchte ich nichts hören. Das ist beides doof irgendwie, oder? Ich will ihn nicht abwimmeln, ich will aber auch nicht sagen, oh, cool. Aber es wird im Endeffekt egal sein. Ach, hört sich grausig an. Das ist dein gutes Recht, Seeratte. Vielleicht sollte man manche Geschichten besser nicht erzählen. Statt einer Geschichte bekommst du das hier. Gib das bitte ihr, wenn die Zeit reif ist. Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen, wenn ich das andere angeklickt hätte, ob er dann was drüber erzählt hätte oder gesagt hätte, nein, ich will nicht viel davon erzählen und ich will mich da nicht mehr. Und dann sagt er nämlich dasselbe, statt einer Geschichte bekommst du das hier. Gib das bitte ihr, wenn die Zeit reif ist. Ihr, bin gespannt. Oh, ein Geistwindeabzeichen. Das ist doch sicher für Charlotte. Oh, und wir bekommen sogar ein bisschen mehr als nur ein viertes Herz. Geistwindeabzeichen wäre ja eher so Richtung Charlotte. Hier, der war das ja schon immer sehr wichtig mit den Zeichen. Bürgermeisterin ist glücklich, hat nichts für uns. Oh, ein Gespräch. Der Geist lächelt. Jetzt sagt sie gar nichts mehr. Sie vergibt nur noch die Quests. Aber jammert nicht. Sie sagt einfach, komm, finde mal ein bisschen meine Sächelchen. Aber sonst bin ich eigentlich ganz glücklich. Haha. Nice. So, was haben wir da? Hey, Bastlerkumpelchen! Tut mir leid, dass ich dich schon wieder nerven muss, aber all diese neu erwachten Geister heuern mich für Renovierungsarbeiten an. Mir geht das Material aus. Könntest du mir Neues beschaffen? Ja, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ach was, das habe ich doch gar nicht verdient. Das sollte eine Weile reichen. Aber immer doch gerne. Eine ungewöhnliche Pflanze haben wir bekommen. Ach, und da habe ich gerade den Ditschstein, einen Ditschstein vorbeiwuseln sehen. Den nehmen wir doch auch gleich mit. So. Dann gucken wir doch mal bei Charlotte vorbei. Vielleicht braucht die ja just genau heute ihr Geistfinderabzeichen. Nö, die heute gar nichts von uns. Wir wollen etwas kaufen. Ein Geisterholz. Und, was haben wir noch Wichtiges? Dort gibt es wieder ein paar Blümchen und wir könnten uns auch noch ein paar Vögel kaufen. Brauchen ja dann eh, wenn wir dann 6 Vögel wieder abgeben müssen, dann ist es gut, wenn wir schon wieder den Nachschub in den Pötten haben. Aber das mache ich nachher. Nachher. Da quäle ich euch jetzt nicht damit. Und das Gepäck wäre ja dann auch voll. Oh, habe ich noch was in meinem Briefkasten? Oh, Blake hat mal wieder geschrieben. Wir erzählen Kindern heutzutage eigentlich nicht mehr viel über die Säuberung. Säuberung? Es wurde vom Lehrplan gestrichen, von Eltern, die sich ein bisschen zu viel Sorgen machten. Trotzdem, wenn du im Archiv nach der Geistfinderanleitung suchst, nach den Geistfinderanleitungen, findest du ein paar wunderschöne alte Geschichten. Der Kult der Einsamkeit, ganze Nationen, der Kult der Einsamkeit, ganze Nationen fürchten, dass wenn man Freundlichkeit zeigt, Freundlichkeit schreibt man groß, sie schwach erscheinen würden. Hört sich dumm an, oder? Ich glaub selbst kaum. Was für eine unmögliche, unwahrscheinliche Welt. Tatsächlich ist das noch gar nicht so lange her, dass das auch hier gang und gäbe war. Und das ist teilweise auch heute noch so. Dass die meisten denken, nee, ich muss zeigen, dass ich tough bin und vor allem nicht nett. Und dann bringe ich es zu was. Ah.
So weit her ist das gar nicht. Erhalten. Aber schön, dass wir mal wieder was von ihm hören, auch wenn es etwas dubios klang. Einen wunderschönen Tag heute, nicht wahr, Posthelferchen? Und sieh da, mal wieder bin ich an meinem Schreibtisch gekettet. Ja, 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 ich tu deine Päckchen schon einsammeln. Keine Sorge. Dann hüpfen wir mal da nach oben. Wühlen noch in einem Laubhaufen zwischendurch. Gucken mal. Ach, das sehe ich ja noch gar nicht, solange die nicht erleuchtet sind, ob die was brauchen. Schön, dass sie mal wieder etwas von uns möchte. Ich glaube, ich habe gestern einen Fehler gemacht, als ich zugelassen habe, dass unser Gespräch ins Persönliche abdriftet. Es machen mir Sorgen um meine Familie. Stimmt, sie hatte ja das erste Mal an ihre eigenen Probleme, beziehungsweise sie hat es schon wieder abgewimmelt, hat gesagt, ja, ich habe zwar ganz viele Kinder gehabt, aber deswegen gar keine Zeit für Probleme, ja. Weil sie wahrscheinlich Probleme auch mit ihrer Family hatte. Jetzt mache ich mir Sorgen um meine Familie. Meine Älteste habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Könntest du sie vielleicht für mich finden? Wenn ich mich auf die Suche nach ihr begeben wollte, würde ich nach einer Spur aus Holzspänen Ausschau halten. Oh, dann ist das vielleicht unsere Baum. Vielleicht ist sie ja die Mama von allen anderen, die hier leben. Das sind vielleicht dann ihre Kinder. In das Ding in der Nähe eines Kapellenfensters. Ach, das ist ja gar nicht weit weg. Da sind wir ja schon ganz nah daneben. Dann holen wir das erstmal. Kapellenfenster. Oh, da wollen wieder viele was. Guck mal, da haben wir schon den Sägespan. Dann gucken wir doch gleich mal, was er bedeutet. Francesca ist also noch immer dort draußen im Wald? Oh ja. Weiß nicht, ob es mich glücklich oder traurig machen sollte. Also stürze mich lieber wieder in die Arbeit. Aha. Sie hatte wohl das Problem, sich in die Arbeit mit Arbeit zu betrinken oder in der Arbeit zu versinken, damit sie nichts anderes vielleicht mitbekommt. Vielleicht hat sie dann eigentlich gar nicht sich so um ihre Kinder teilweise gekümmert und hat jetzt ein schlechtes Gewissen und deswegen tut sie jetzt sich gut kümmern wollen. Mit der Pflanzkelle ein Loch graben, die Späne aufhäufeln, mit Erde bedecken und dann sanft festklopfen. Und so einfach alle Probleme einfach begraben. Egal, was bei rumkommt. Und dann muss ich nicht mehr dran denken, was ich nicht sehe, gibt's nicht. Das ist natürlich auch fatal, wenn man das so sieht. Glück, Trauer, beides. Ich schätze, wir werden sehen, was daraus erwächst, nicht wahr? Und ich bekomme ein Geisterholz. Blub, 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 blub. Fayo, Arjon Balla. Brauchst du wieder einen Schraubenschlüssel? In meinem Kopf geht es heute drunter und drüber. Da kommen so viele Ängste aus irgendwelchen finsteren Ecken gekrochen. Das kann nur bedeuten, dass irgendwo auf der Insel ein weiteres Foto darauf wartet, von dir gefunden zu werden. Aber ich fürchte, dieses Mal liegt es nicht einfach herum. Jemand trägt es nah am Herzen. Geisterbeweis, hilf Pets dran. Dann bekommst du als Danke das hier. Interessanterweise, wir haben schon so viele Bilder, aber es ist nicht dieses eine dabei. Na gut, oh, guck mal, da liegt noch ein Garn. Nehmen wir doch gerne gleich mit, wenn es schon so einfach herumliegt. Und hier ist ein Stiewitzel. Bleib da. Ein Stein. Und Sachen zum Ernten. So, und du wolltest eine Süßkartoffel, ne, du kleiner Wicht? Dann jetzt hin. Ah, da.
Und es regnet und wieder. Es regnet relativ oft. Merke ich immer dann, wenn ich Screenshots machen will für Thumbnails. Und ich denke, oh, das sieht ganz gut aus. Ach, auf dem Bild regnet es schon wieder. Eigenartig. Aus dem Fernsehen kenne ich ein ganz natürliches Heilmittel für Schlaflosigkeit. Aber ich kann die benötigten Pflanzen nicht selbst sammeln. Es wäre zu gefährlich, dieses Gelände zu verlassen. Ach, ich mache das schon für dich. Und wenn du für mich dann auch noch ein Foto hast, dann bin ich total happy. Oh, Rüben, Kartoffeln und Süßkartoffeln. Ja, ach komm. Ich werde gleich mit dem Bauen beginnen. Es ist schon lange her, seit ich das letzte Mal richtig erholsam geschlafen habe. Was, war das wirklich mit dem Bauen beginnen? Nein, wir bekommen ein Blümchen. Nicht dein Ernst. Was soll ich denn damit? Hast du diese Azalee gesehen, Lea? Ich wollte ein Foto. Ich habe gerade so schnell geklickt, weil ich dachte, jetzt kommt eh erstmal das Aussuchfenster. War dem aber nicht so. Er hat gleich was geredet. Er wollte noch gar kein Erz gehackt, ne? An allen vorbeigelaufen, todesmutig. Oh, sogar ein Päckchen. So, wer braucht denn noch was? Da ist nichts. Und Steine noch. Heute habe ich mich ja sehr bemüht, möglichst zickzack durchzulaufen, damit mir nicht einer durch die Lappen geht. Steine verdienen es, bewundert zu werden. Es ist würdelos, sie im Gemüsegarten eines Bären herumliegen zu lassen. Ein cooler Stein und wir haben ihn schon. Im Bankfach. Das ist ein echt cooler Stein, nicht schlecht. Das ist das erste Mal, dass er sich so richtig freut über einen Stein. Das ist Gneis. Was ist daran so Gneis? Gneis ist ein metamorphes Gestein. Siehst du, wie die dunklen Linien der Sedimentschichten sich kräuseln? Das kommt von enormer Hitze und extremem Druck. Geologische Kräfte haben das Gestein verdreht und geschmolzen, bis etwas Neues daraus entstanden ist. Gneis kommt auf dieser Insel für gewöhnlich gar nicht vor. Jemand muss den Stein hierher gebracht haben und zurückgelassen. Vielleicht ein anderer Geologe? Bin nur zurückgekommen, weil man hier so viele ungewöhnlichen Steine untersuchen kann. Stimmt so direkt sein Problem? Haben wir schon mal was gehört über sein Problem? Doch, er hat mal was gesagt. Du hast hier schon mal gewohnt? Also, dass er Geologe ist, ist ja eigentlich relativ klar. Ja, im Laufe der Zeit sind wohl viele Bären aus vielen verschiedenen Orten hier gewesen. Und sie haben Steine. Sie haben ihre Steine hinterlassen, damit ich sie untersuchen kann. Danke, dass du mir das hier gebracht hast. Man sieht sich. Aber so langsam schon, weil das vierte Herzchen ja immer schon mal eine ganz große Offenbarung ist. Wenn das vierte Herzchen voll wird, dann haben sie schon so langsam eine Ahnung, wo das Problem ist. Ah, jetzt wollte ich den da einfangen und habe mich selbst festgesetzt. So, du, dich müsste ich ja jetzt ziemlich schnell kriegen. Genau, du hast dich selbst schon gelockt. Okidoki, gerade am Gucken, am Grübeln. Jetzt können wir noch Hölzchen füttern. Und das haben wir leider nicht bekommen. Wir müssen geduldig sein. Das werden wir heute nicht bekommen. Das sind normale Sammelquests, die wir schon immer hatten. Da ist nichts Besonderes. Von dem her. Was ist das schon wieder? Dann fütter ich jetzt einfach mal noch die
Hölzchen. Hier ist ein Holz für dich. Lecker, noch 33 Stück Holz. Ich spüre, dass jemand ein Geisterholz hat. Ja, ich zum Beispiel. Köstlich. Ich spüre, dass jemand ein Geisterholz hat. Oh, noch 31 Stück Holz. Oh, 4 Geisterhölzer da draußen. Vielleicht in der Nähe, vielleicht auch weit weg. Okay, also das bedeutet, dass hier mindestens noch eins dahinter versteckt ist. Wir wissen, dass da die beiden geben, glaube ich, schon ein Geisterholz. Das könnte auch eins geben. Und eins dann noch dafür. Okay. Dann habe ich echt niemanden vergessen. Habe ich jemanden vergessen? Nein, wir hatten ja heute noch einiges. Und hier viele, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quests, ne? Von denen jetzt inzwischen 3 gelockt sind, was ich ziemlich übel finde. Aber wenn wir dafür von allen anderen dann wieder viel kriegen, vielleicht prüft ja das Programm tatsächlich, oder das, vielleicht prüft es ja tatsächlich, ob wir, also wie viele Quests wir, boah, das fange ich schon an zu stottern. Wie viel Quests wir pro Tag annehmen könnten und man kann dann vielleicht auch entsprechend mehr machen. Wäre durchaus möglich. Okay, Platz ist voll. Wir machen gleich unser Gepäck frei. Aber euch sage ich schon mal tschüss, bis morgen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir haben eine Quest vergessen. Ist mir gerade aufgefallen. Heute werde ich dir von der ersten Säule unseres Glaubens erzählen. Die Nächstenliebe. So wie der Kaiser seinen Willen aufgibt, um als lebendes Gefäß zu dienen, so müssen auch wir Opfer bringen, um den Ärmsten unter uns zu helfen. Viele Kreaturen dieser Insel rufen verzweifelt nach Nahrung. Sammle Essen, damit wir diesen gequälten Seelen helfen können. Ungewöhnliche Fische, Pilzbrot und Bagel. Ich darf also ein bisschen noch was tun dafür. kein Quickie. Keine Quickie-Quest. Wow, wie fies. Dass mir sowas passiert. Ich wusste es, vor lauter NPCs werde ich immer wieder mal vielleicht einen übersehen und dann merken, ups, da ist ja noch mal. Okay, aber das zu beschaffen wird ein bisschen dauern, deswegen gibt es jetzt eh noch einen kleinen Cut und ich zeige euch dann noch die Abgabe. Wir haben alles zusammen, Fischlein und Brot und Bagel und bla 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 blub. Und ich hoffe, er freut sich über uns. Oh, wir haben sogar viele, 6 Fische. Ja, es sind halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also viel Auswahl ist da leider nicht. Bitteschön. Ausgezeichnet. Diese Geschenke werden unseren bedürftigen Nachbarn helfen. Und eine Portion behalte ich. Für kirchliche Zwecke. Um anderen zu geben, müssen wir zuerst für uns selbst sorgen. Das ist mal eine Einstellung. Geben ist seliger denn nehmen. Ja, wenn es mir gut geht, dann geht es anderen auch. Kann ich auch anderen Gutes tun, sagen wir mal so. Er hat in gewisser Weise recht, weil ich finde, ehrlich gesagt, was mich immer stört, sind diese Leute, die für andere alles tun und für sich selbst nichts. Ich selbst bin aber genauso viel wert wie andere. Klar kann ich sagen, okay, ich verstehe ja, warum ich darauf verzichte, ich verstehe das besser vielleicht als die anderen und dem anderen geht es schlechter als mir und bla bla. Aber es gibt ja auch Menschen, die sich so aufopfern, dass sie sich selbst komplett vergessen und ganz vergessen, dass sie genauso viel wert sind wie die anderen auch. Und wenn es jetzt dem anderen nicht gut geht, mir aber noch mehr nicht gut, dann ist dem anderen nicht gedient, wenn ich mich völlig fertig mache und dann irgendwann mal einen Herzinfarkt kriege. Und der andere hätte gut mal zwischendurch auch auf mich verzichten können, damit ich mich ein bisschen pflege. Also das vergessen einige. Und vielleicht hat es auch hier unsere Sonnenblume dieses Problem, dass sie sich total für andere aufgeopfert hat und sich selbst vergessen. Das wäre durchaus möglich. Irgendwas ist gerade runtergeschlubbelt. Ich weiß nicht, ob ihr das durchgehört habt. Irgendein Papier ist bei mir gerade heruntergeflattert und hat geknattert. Weiß nicht, ob man das durchgehört hat. Falls ja, wisst ihr, was es war. Tja, wir sorgen zuerst für uns selbst,
aber dann, wenn es uns gut geht, natürlich für andere. Oder sagen wir mal, solange es uns besser geht, als jemanden, dem wir helfen könnten. Nein, das klingt falsch. Es soll uns ja nicht immer nur besser gehen als anderen, sondern wenn es jetzt jemand gibt, der Hilfe braucht und ich habe die Kraft dazu, dann darf ich es natürlich gerne geben. Und das ist dann natürlich in Ordnung. Aber man muss sich natürlich auch dann im Gegenzug auch wieder helfen lassen. Oft lassen diese Opfermenschen sich ja gar nicht helfen. Wenn andere dann helfen wollen, dann heißt es immer, nein, alles gut, musst du nicht. Ja. Oh, da kann man, glaube ich, lange drüber debattieren. Ah ja, klingt logisch. Aber ich habe doch all das besorgt. Eben. So sprach Kaiserin Ursinia die Neunte. Den Gläubigen schenkt die Erde ihre Gaben. Das heißt, ich bin sehr gläubig. Nun denn, oder er ist gläubig und ich schenke ihm. Ja, so rum wahrscheinlich. Nun denn, ich werde dafür sorgen, dass der Rest an unsere hungernde Herde verteilt wird. Vögel sind keine guten Gemeindemitglieder, aber es steht uns nicht zu, Urteile zu fällen. Du hast dich als würdig erwiesen. Ich verleihe dir die Kutte unseres Ordens. Trage sie mit Stolz. Oh, passt sie dann gut zum Aluhut vielleicht? Wir gucken gleich mal nach. Und ein Geisterholz kriegen wir auch noch. Eine Mönchskutte. Oh ja, die schauen wir uns gleich mal an. Ach nein, jetzt dachte ich, das wäre hier so eine Kutte. Das ist nur die Haube. Schade. Vielleicht kriegen wir ja aber noch was, was hier unten rumpasst. Ich hänge es erstmal in den Kleiderschrank. Weil ich will unbedingt diesen Aluhut noch ein bisschen zur Schau tragen. Okay, Geisterholz abgeben kennt ihr ja in- und auswendig. Ich glaube, das muss ich euch nicht zeigen. Deswegen sage ich jetzt schnell für diesen kleinen Nachtrag. Tschüss und bis morgen.